Guten Tag, schauen Sie sich bitte dieses Inventarmanagement an, es ist ganz hervorragend. Wir haben einen unentwickelten Film dabei, ein bisschen Sprengstoff, einen schönen roten Schlüssel und ein bisschen gemischte Kräuter und eine Armbrust und auch noch einen Granatwerfer und auch noch eine normale Handfeuerwaffe. Wenn das nichts ist, sehr schön, finde ich. Was würde MacGyver damit machen? Ja, er würde ein Foto von dem Sprengstoff machen. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich vollmundig versprochen, wir werden jetzt hier erstmal zum Zauberspiegelraum gehen. Aber ich würde jetzt in diesem Moment doch eigentlich lieber den Film entwickeln. Ach so. Dass wir das eben mal fix nochmal machen. Weil dann haben wir den weg. Dann können wir den Zünder und den Sprengstoff in der Kiste packen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das schlauer ist oder ob wir erst... Nee, doch, wir packen auf jeden Fall das erstmal nicht. Im Moment, wir gehen jetzt also erstmal in den Zauberdunkelraum, wo die Filme entwickeln. Zauberdunkelraum. Wo man Filme entzaubern kann. Filme entwickeln ist ja wirklich magisch. Das ist schwarze Magie, genau wie Magneten. Das haben wir alle ja im Internet gelernt. So, hier ist auch noch ein grünes Kraut, das hast du ja aber aufgeschrieben, nicht wahr? Ja. Ich habe grünes Kraut bei Steve, Zünder. Ja, sehr gut. Grünes Kraut bei Steve, Zünder finde ich gut. Dass der jetzt einfach Steve heißt? Naja, beweist mir das Gegenteil. Dass wir hier ein kaputtes Schloss mit dem Dietrich aufbekommen haben. Naja, vielleicht war es einfach so schon kaputt und sie hat es einfach... Ach nee, sie hat man den Dietrich gar nicht. Nee, das kann sein, ja. Was wir noch gar nicht so hatten, was ich aber auch schlimm... War hier nicht auch noch ein grünes Kraut? Hier ist auch noch ein grünes Kraut, okay. Die sollten wir mitnehmen, bevor wir... Du sagtest gerade, was wir gar nicht so hatten. Ist, dass so Räume jetzt wieder gefüllt sind mit Zombies. Also noch nicht. Ach, Respawn sozusagen. Respawn, bis auf den einen. Wo wir wirklich sehr elegant bisher dran vorbeigegangen sind. Also wir waren noch nicht einmal in dem Raum, wo jetzt die... Also in diesem Gang, wo die Zombies reingekrabbelt sind. Ach nee, da kommen wir auch erst noch hin. Ja. Das ist ja schlecht. So, benutzen. Ach, das ist das... wie Zombies entstehen. Ja. Von Ben. Ben Bertolucci, okay. Der in Leons Kampagne ein sehr zerreißerisches Ende fand. Wenn du dich entsinnst. Oh ja, ach Gott, siehst du, das sind all die Sachen, die ich schon wieder verdrängt habe, weil ich die so abgehakt habe in meinem Kopf, weil ich so denke, ja, das haben wir ja gemacht. Das kommt ja nicht nochmal. Also nicht so, und jetzt kommt es ja doch nochmal. Das verfolgt dich, Mats. Ist im wahrsten Sinne des Wortes. Kann ich hier vielleicht das Ding jetzt hier mal aufnehmen? Das hätten wir schon längst uns holen können. Ach so. Haben wir das beim ersten Mal? Nee. Frühmorgens, 2:30. Zombies haben den doch. OP überrannt und es gab ein weiteres Gefecht. Wir haben vier weitere Leute verloren. Das. Wir haben die Waffenverstecke nicht gefunden. Ach so, das war das mit dem Verstecken. Steve! Ja, Abwasserkanal. Oh, genau, damit, David Ford hat's erwischt. Elliot. Ach nein, nicht David. So. Also, was ist jetzt der Plan, Tom? Also ich würde schon ganz gerne einfach auch diese Sache mit dem Schlüssel erledigt haben. Das heißt, ich glaube ja, dass der Schlüssel, der grüne Schlüssel und einen roten Schlüssel brauchen wir eigentlich auch noch, ne? Brauchen noch zwei Schlüssel. Dass wir einen davon da oben finden werden, wo wir uns den Weg freisprengen müssen. Könnten wir jetzt natürlich machen, wir könnten uns jetzt einfach das Sprengstoff doch noch mitnehmen. Und das erstmal machen mit dem Zünder und dann da oben freisprengen und dann runter. Du könntest auch das grüne Kraut vor dem Raum erstmal einlagern. Ja, das stimmt schon, dann haben wir es auch mal gemacht. Dann liegt das da nicht immer so auffordernd. In der Kiste hast du halt mehr Zugriff drauf. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich lasse mich einfach nicht mehr treffen. Außer gute Taktik. Um Plan, den Run irgendwie zu retten. Den Run zu retten, ist er schon in Gefahr, ja. Wir sind noch nicht gestorben, muss ich an der Stelle sagen, ne? Das ist wahr. Aber es war einmal sehr knapp. Es war einmal sehr knapp, weil er uns gestunt hat, weil das Spiel kurz kaputt war. Ne, ich frag mich, ob es kaputt war oder ob das halt so gemacht ist, dass er ein paar Mal diesen Angriff wiederholt und dann den Charge, um dich fliehen zu lassen. Ja, das stimmt. Damit du eben nicht in diese Situation kommen kannst. Es sei denn, du hättest schon sehr wenig Leben gehabt, dann wäre es halt schon... Ja. Also, was machen wir? Sprengen wir oder rennen wir? Oh, schön. Sprengen wir oder rennen wir? Die neue Folge. Ich glaube, wir sprengen. Einfach, damit ich diese Folge auch mal was geboten habe. Damit die Leute dabei bleiben. Du bietest immer was. Ja. Oh, das klang voll schön. Ja. So, wir rennen wieder oben hin, um diesen einen Zombie zu umgehen, ne?
Aber wir müssen ja eh oben. So, ja. Ich werde mich so verjagen, wenn wirklich, also sich hier wirklich irgendwie so randommäßig nochmal was ändert. Weil das ist ja das, was, also ich glaube, das würde ich einfach beim Remake nicht aushalten können. Weil so wie ich das verstehe, ist ja, dass der da wirklich lange folgt oder mehr verfolgt, Gefühl. Also das ist... Ich sag dir jetzt einfach mal nichts dazu, für den Fall, dass man das vielleicht mal zusammenspielt. Da möchte ich deiner Fantasie keine Grenzen lassen. Ja, ja. Und das ist... Also das ertrage ich, glaube ich, nicht, mich nie sicher fühlen zu können. Wir können die PC-Version spielen und ihn durch Thomas die Lokomotive ersetzen. Vielleicht macht das besser. Ich dachte, du sagst durch Thomas Goik ersetzen. Oder durch mich. Stell dir mal vor. So, nur schnell ein 3D-Modell von mir anfertigen. Ach, das kriegen wir doch hin. Also so ein frag mal Nick. So ein günstiges kriege ich auch gebastelt. Einfach nur, wo so das Gesicht... Ach, so ein 2D-Textur. Ja, wo einfach nur das Gesicht von dir drauf ist, das kriege ich hin. Also, da hol ich so ein Asset-Swap von Unity oder mit was denn? Jetzt heißt es Resident Evil Engine, die werden da bestimmt irgendwie... Also es waren sehr schnell sehr viele dieser Mods da, also glaube ich, dass es jetzt nicht so mega kompliziert ist. Es ist sehr lustig, dieses Mod. Weil es kommt teilweise, es gibt ja wirklich Mods, wo Thomas die Lokomotive, aber es kommt aber auch die Musik. Weißt du, was ich da nicht, also weißt du, wie ich das finden würde? Nicht lustig, sondern sehr furchtbar. Ich glaub, es ist auch super gruselig. Ich glaube, das würde mich mehr schockieren als also keine Ahnung. Also ein Monster ist ein Monster, aber stell mal vor, hier ist dann keine Ahnung. Jetzt haben wir den Zünder vergessen, Tom. Ja, aber wie gesagt... Nee, warte mal, ich hab doch die Tür aufgemacht. Die Erfahrung musst du machen. Ich hab doch die Tür aufgemacht. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ja, ja. Das ist kein so großer Umweg. Nee, das stimmt. Was ich auch sehr lustig finde, ist, an wie vielen Stellen CJ von GTA San Andreas reingemoddet wurde. Habe ich gerade erst letztens wieder ein Video zugesehen, wo er in Devil May Cry 5 in den Endkampf reingemoddet wurde, auch mit Sprachausgabe und so. Das ist sehr, sehr lustig. Wie ihr Pferdeschwanz hier bei dem Runterklettern einmal so kurz hochfloppelt. Ja, Physics. PlayStation hatte halt echt was drauf. Das muss man sagen. Haben wir uns letztens auf dem Weg nach Hause drüber unterhalten, wie mich faszinierend anders war die Musik hier immer so? Fragst du dich auch? Ich habe manchmal... Ach, hier ist noch ein Gunneskraut. Ja, manchmal hat man so Momente. Aber was wolltest du sagen? Wie faszinierend anders? Wie faszinierend anders die Videospiellandschaft heutzutage... Also wie gravierend anders die Videospiellandschaft heutzutage aussehen würde, wenn Nintendo beim N64 auf CDs gesetzt hätte. Oh ja. Also so eine ganz kleine, in Anführungszeichen, kleine Entscheidung, wie krass anders alles hätte kommen können, weil vielleicht dann... Oder ziemlich sicher Square nicht abgesprungen wäre. Ja, Weil diese Sony Spiele wären auch alle... Sofort ohne Probleme. Sony hätte eigentlich gar keinen richtigen. Ich meine, Resi 2 gibt es ja auf dem N64, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So kein richtiges Zugpferd mehr wäre es, glaube ich, gewesen. Vielleicht hätten sie ja tatsächlich auch mit Sony das Ding gemacht, weil Sony hätte ja einfach neben dem Super Nintendo Soundchip einfach auch das CD-Laufwerk irgendwie gebracht oder so. Es wäre vielleicht alles anders gewesen. Nicht der Plan? Es war ja ursprünglich der Plan, genau, aber dann hat Sony... Nintendo sie dann hintergangen haben und so? Ja, ja. Naja, beziehungsweise ich glaube, es war nicht richtig hintergangen. Soweit ich das mal mitgekriegt habe, war es einfach, dass sie auf einer Messe rumgebandelt haben und dann so halt Sony krass verprellt haben. Aber ich finde das schon so ein bisschen hintergangen. Ja, das, also gerade für japanisches Ehrgefühl ist das ja, wahrscheinlich genau, nicht so sehr super geil. Super respektlos. Da waren sie auf ihrer arroganten Wolke, auf der Sony dann bei der PlayStation 3 war. Gesagt, wir können machen, was wir wollen und verlangen, was wir wollen. Das ist eigentlich das Lustigste an der gesamten Videospielindustrie. Das Nintendo war das mal, dann war es Sony, dann war es Microsoft nach der 360. Ja, ja. Jeder hat mal diese Phase irgendwie. Diesen Humbling-Moment. Ja, wo sie denken, sie können alles machen. Genau, TV, unbesiegbar fühlen. Ja. Und Sega ja auch, wobei Sega war einfach schon immer weird. Sega war immer so, wir machen uns selber kaputt. Nee, ist wirklich so. Ist einfach wirklich so. Segas größter Feind war Sega. Jetzt ist die Frage, wir wollen das ja kaputt springen. Müssen wir das verbinden? Aha. Ah ja, Bombe plus Zünder. Mit Wand verbinden. Nee, ich wollte jetzt gucken, ob ich das... plus Wand. Damit kann ich den Schutt beseitigen. Das ist krass, wie sie dir einfach sagen, dass... Ich weiß, du möchtest jetzt diesen Typen damit in die Luft denken, aber das geht nicht. Aber das wäre auch so lustig. Er kommt dir so entgegen. Psst, Auszeit. So. So, jetzt bitte nicht wie bei Metal Gear Solid 5.
Gott sei Dank. Das war nicht so spektakulär, wie ich dachte, aber wir haben lange nicht mehr gespeichert, wa? Das ist jetzt neu. Vielleicht machen wir mal einen Podcast über dieses ganze Nintendo-Ding. Das würde mich sehr freuen, da könnte ich sehr lange. Und dann können wir mal richtig rumspinnen, was wäre, wenn. Guck mal. Ein Waschbär. Ist das das Arbeitsbürozimmer von... The fuck? Oh, I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Iron? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others. That's the mayor's daughter. Ach so. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour, like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please, I'd really like to be alone now. Haben wir den auch mal kennengelernt, Mats? Ich habe gerade so, in meinem Kopf war gerade so... Wird er sie ausstopfen? Ist das so, so macht das Spiel das? Traut, also geht es den Weg? Weil das ist schon nochmal eine ganz andere Stufe als also... Also Chief Irons ist eine komplett neue Hausnummer. Ja. Auch dieses, was wir halt vor kurzem erst gelesen haben mit dem Vorwurf von Vergewaltigung, aber wurde weggewischt. Jetzt hat er da eine tote Frau auf dem Tisch liegen und erzählt uns was, dass er gerne mal... Was für tolle Haut sie hatte. Makellos. I mean... Please, I'd really like to be alone now. Holy shit. Also haben wir nicht gerechnet. Ah, gut, ich habe nichts gerechnet. Also ich, immer wenn ich sage, verstehe, ist das Spiel so, guess what? Steht hier nix. Bleib einfach hier stehen. Ich verstecke mich jetzt. Der Chief wird mich schon beschützen. Ich kann es nicht erwarten, zu dieser Schnellfeuer-Maschinengewehr zu kommen. Oh ja. Holy Hallo. Motherfucking, what is this shit? Tijon. Warte mal. Geh da nochmal zurück. Lies nochmal durch, was da steht. Ein ausgestopftes Tiger. Eins Tiger. Ein ausgestopftes Tiger. Ja, fast. Ich finde das aber schon nah dran. Nah genug für mich. Oh, das ist hier furchtbar. Das wird richtig eins furchtbar. Tiger. Eins Tiger, eins ausgestopft. Oh, das sind so furchtbare... Ja, es ist schade, dass das gleich so schlimm wird. Da muss ich doch gleich durchlaufen. Das sind so Gänge, da läuft man durch, da rennt man vor etwas weg.
Ah ja, wir suchen ja das Mädchen noch, das Kleine. Oh. Eins kleines Kind. Haha! Was ist das denn hier, so ein Hexenkelch? Shit. Hexenkelch. Tagebuch der Sekretärin B. Beate. 8. Juni. Als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe, aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was der Chief die ganze Zeit verheimlicht hat. Wenn er herausfindet, dass ich es weiß, ist mein Leben in ernster Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Das ist so leichte Ace Attorney. Ein Hauch von. Weißt du, als würden wir so dieses Dokument... Kriminalfall so ja, ein ja. bisschen. Ja, ja. Das legen wir jetzt vor als Beweis? Ja. Das ist mir hier sehr... Was ist das? Ich finde es hier sehr dunkel. Sieht noch unbenutzt aus. Kann ich hier Licht anmachen? Das Kerzen... Ich habe das Feuerzeug nicht dabei, ne? Fuck! Kann ich doch bestimmt was anmachen. Ist ein Schalter draufdrücken? Ja. Oh, Licht. Okay. There we go. Oh Gott. Wait. Wow. Let me go. Du hast eine Waffe, schieß. Easy, easy. I'm not a zombie. Was ist denn? Aufs Bein. You're safe now. Das macht's nicht besser. Oh, guck mal. Oh, ich bin nicht mehr gekommen, Entschuldigung. Wie, ich muss das jetzt beschützen die ganze Zeit. Es. Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. Na. Hm. Warte mal, sie wird doch nicht die Tochter von... Haben die gesagt, sie haben ein Kind? Ich weiß es nicht mehr. My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. Na ja. From the look of things, I'd say she was probably right. Nee, ich will ihn nicht beschützen. Das kann ich selber machen. Kann ich ihr nicht eine Waffe geben? Den Granatwerfer? I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me. Nee, das wird doch nur dein Amulett. What was that? That's what I was telling you about. It's here. Sherry, wait. Das war unmöglich für Clancy aufzuhalten. Ja. Erstmal Items checken. Ja. Aha. Aha. Nehmen wir Schmidt. Ach, Patronen. Das Kind ist inzwischen tot, ja. Aber ich habe diese schönen Patronen gefunden. Schön. Die sind sehr hübsch. Sieht noch unbenutzt aus. Danke. Ach so, was ist hier? Guck mal, das ist doch, das hängt da so. Da ist ja nichts Wichtiges. Den kannst du nicht mal sehen. Aber krass, oder? Ich war mir sehr sicher, dass er hier gleich kommt, dass man hier so rumlaufen muss. Habe ich aber nicht gesagt, weil ich dachte, wenn ich das behaupte und dann passiert es nicht, ist ungünstig. Deswegen war ich still. Aber in meinem Kopf war ich mir sehr sicher. Ja, das ist schon ein paar Mal vorgekommen während unseres Runs hier, Mats. True. Aber es ist halt insofern ein gutes Spiel, dass es auch nicht komplett vorhersehbar ist. Das ist einfach gut. Ja. Chief? Indeed. Aha. So, Herzschlüssel haben wir. Siehst du, dann haben wir doch schon mal fast alle Schlüssel. Ja, fehlt nur noch der grüne. Vielleicht, da liegt doch noch was. Du darfst mal. Tagebuch des Polizeichefs. 23. September. Alles ist vorbei. Diese Schwachköpfe von Umbrella haben es wirklich geschafft. Trotz all ihrer großen Versprechungen haben sie meine Stadt zerstört. Bald werden die Straßen verseucht sein mit diesen Zombies. Und ich befürchte langsam, dass ich selbst auch infiziert sein könnte. Wenn das stimmt, bringe ich jeden in der Stadt um.
24. September. Wie geplant, konnte ich unter den anderen Polizisten etwas Verwirrung stiften. Ah, ich habe dafür gesorgt, dass ihnen niemand von draußen zu Hilfe kommen kann. Dank der Verzögerung und Jerry, bei den Polizeiaktionen hat niemand mehr eine Chance, lebend aus der Stadt herauszukommen. Und ich habe persönlich dafür gesorgt, dass auch alle Fluchtwege aus dem Revier heraus abgeriegelt sind. Es gibt immer noch ein paar Überlebende, die durch die weiteren Geschosse, unteren Geschosse entkommen wollen, aber ich werde schon dafür sorgen, dass niemand hier lebend rauskommt. Autsch. 26. September. Ich habe meine Meinung in Bezug auf die letzten Überlebenden hier im Revier geändert. Ich habe nämlich beschlossen, sie persönlich zur Strecke zu bringen. Vor weniger als einer Stunde habe ich Ed, er hieß Ed, von hinten ins Herz geschossen. Nee, es war nicht Ed. Ich habe zugesehen, wie er sich in einer Blutlache vor Schmerzen gekrümmt hat. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war einfach göttlich. Er starb mit weit aufgerissenen Augen, die mich fassungslos anstarrten. Einfach herrlich. Obwohl die Tochter des Bürgermeisters noch am Leben ist, ich habe sie entkommen lassen, um mir später das Vergnügen zu gönnen, sie zu jagen. Ich werde meine jüngste Trophäe genießen. Ja, eingefroren auf ewig in der Haltung, die ich für sie aussuchen werde. Ja gut, aber dafür ist der Polizeichef immer noch ein guter Fang. Das ist wirklich der bisher größte... Unter dem Bild ist ein Knopf. Ekelmoment. Wollen Sie draufdrücken? Ah. Ah. Das Opfer stirbt durch die Kralle des Jaguars. Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Blut wird zur Schlange, die die Erde vergiftet. Ein Adler glänzt gebadet im Blut. Adler. Und es öffnet sich das Tor zur Unterwelt. Ja, es ist sehr kryptisch, aber wir brauchen noch 1,5 Tafeln. Wissen wir Bescheid. Ja, der Chief ist nicht so ein guter. Sie kommt sehr überraschend. Hab ich das Gefühl. In der Tat. Gut. Da müssen wir jetzt unten in den Zauberraum. Ich hänge hier irgendwie so ein bisschen fest, so jetzt nicht mehr. Stimmt, der Zauberraum. Der Zauberraum. Der Muffinmann! Aber das ist doch richtig, also. Ja. Wie findest du das bisher, Mats? Furchtbar. Aber es ist auch sehr gut, leider. Mhm. Aber es ist trotzdem furchtbar. Aber es ist so viel mehr, als ich erwartet hätte von einem zweiten Durchlauf. Es ist halt nicht nur ein zweiter Durchlauf, es ist einfach ein Spiel, ein neues. Also halt nicht komplett neu, aber schon nah dran. Also habe ich nicht mitgerechnet, sage ich, wie es ist, jetzt speichere ich mal ab. Ja, finde ich schön, dass dich das dann eher positiv überrascht. Naja. Und auch negativ. Ja, ja. Also, weil ich wirklich... Bin, also, aber negativ auf positiver Art. Ja, genau. Also schon so, ich denke, das ist viel mehr, als ich gedacht hätte und auch als ich befürchtet hätte. Weil man natürlich, also... Aber wir haben halt jetzt schon wieder, wir sind jetzt sehr schnell an diese Schlüssel gekommen, wir haben relativ fix einen Großteil dieses Reviers wieder erkundet. Das stimmt. Man merkt schon, dass sie auch die Geschwindigkeit aufgezogen haben. Ja, weil ihnen ja auch klar war, dass das ja trotzdem nur, also die Räume genau, benutzen die Räume halt. Sind die gleichen. Es ist... Aber ich meine, dafür haben sie es mit in das Spiel gepackt, ne? Das muss man ja auch sagen. Also das ist kein DLC oder so. Ich meine, wo heutzutage würden sie wahrscheinlich DLC draus machen. Nee, weil, obwohl, Resident Evil 2, das Remake, hat ja auch die Kampagnenstruktur. Also du hast auch erst das richtige Ende, wenn du Leon und Claire durchspielst. Ah, okay. Aber da bin ich ja gekommen. Die unterscheiden sich dann nochmal auf andere Art voneinander. Ja. Weißt du? Ja. Aber ja, trotzdem haben sie diese Struktur nochmal übernommen. Ja. Naja gut, das finde ich ja, also klar, aber das ist jetzt ja ein Remake. Ich meine so, dass das, also wir sind eigentlich ja zwei Spiele in einem. Naja, wobei ja, auch nicht so richtig, anderthalb, ja, ne? Es ist halt eine Entscheidung. Also die Spiele... Ach, wo will ich denn jetzt eigentlich fahren? Resi 2 macht im Wesentlichen das, was Resi 1 macht. Nur besser. In der Art und Weise, wie es seine Kampagne aufteilt. Weil Resi 1 hast du ja auch die Wahl. Mache ich das mit stimmt, Chris oder mit Jill? Ja. Und... In Resi 3 hast du nicht mehr die Wahl. Da spielst du mit Jill durch und hast dann noch andere Charaktere während der Kampagne und Entscheidungsmomente, die aber jetzt nicht so einen großen Einfluss haben. Und danach gibt es noch Code Veronica. Das hat das gar nicht mehr. Das hat einfach eine fortlaufende Kampagne. Mhm. Aber macht trotzdem dieses Ding, dass du dann durch ein bekanntes Gebiet nochmal durchgehst. Ja. Nur wirklich in dieser Logik, die dieses Spiel hier suggeriert. Also das, was passiert ist, ist auch tatsächlich passiert. Du siehst die Folgen von dem, was du gemacht hast und es ergibt Sinn in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich würde jetzt nicht klar sagen können, das hier ist die bessere Struktur. Oh, sehr schön, Mats.
Und das hier ist die schlechtere. Ach, komm schon. Sondern es ist eher so eine persönliche Präferenz. Nice, 2x1. Vorsicht. Weil ich finde das hier persönlich auch einfach interessant gemacht. Na, jetzt wird's ein bisschen eng. Ist halt gut was los. Nee, dann machen wir sauber. Keine halben Sachen? Nee, jetzt sind die auch angeschossen. Verstehst? Ja. Außerdem haben die so viel Damage gemacht. Naja, ich find's okay. Also ich würde sagen, das war jetzt vielleicht so eine 7. 7 von 10 Performance. Ich würde sagen, es war Rang E. Rang E. So, guck mal, da haben wir aber schon ein grünes Kraut. Hatten wir irgendwo noch grüne Krauter? Nee. Krauter? Kraut. Kraut. Eins Tiger, eins Krauter. Nichts Verdächtiges. Eins grünes Kraut. Achso, das war das. Na, stellen wir beim letzten Mal auch schon da. So. Och, jetzt kommt es. Ich hasse es, ne? Also das hasse ich jetzt wirklich, was den, jetzt kommt. Den Zauberspiegel? Ja, weil ich da jetzt natürlich so mega krass... Und er wurde auch gerade schon wieder geteased. Natürlich kommt der jetzt. Ich bin mir so sicher, dass er jetzt gleich kommt. Und das ist schlimm. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Nee, ist nur die Reflexion von der, vom Türknopf. Sehr gut. Die Sache ist, wir können jetzt ja... Ne, wir haben nur den roten. Ach, wir können da noch nicht rein. Mhm. Okay, ja, das macht's natürlich viel besser. Oh Gott, ey. Die Anspannung, Mats. Oh, sehr gut, den einen jetzt schon mal freigeräumt. Zauberspiegel-Time. Ich hätte da noch nicht reingehen sollen. Ich drehe einfach wieder um. Ja, nee, du. Ich geh erstmal in den anderen Raum. Zauberspiegel von der anderen Seite. Ich bin nämlich das Monster hinterm Zauberspiegel, so nehme ich. Du springst dann da durch. Oh, das ist, wenn die das jetzt umdrehen, ne? Wenn die sagen, ja, wir wissen ganz genau, dass ihr denkt, dass ihr schlauer seid als wir. Guck mal hier, das ist doch schon mal auch gut. So. Tief durchatmen, Mats. Nee, hilft nicht. Lass dich nicht unterkriegen. Zu spät. Mein Geist ist schon gebrochen. Das ja, ist wirklich. Zu spät. Ich bin schon gebrochen. Ich bin innerlich. Ist einfach nur noch Suppe. Oh, shit. Hallo. Hey, aber immerhin nicht erschrecken. Das stimmt. Oh. Ach, der schießt auch mehrere. Der ist immer noch so. Wo kam das her? Wo kam das her? Springst du? Ich weiß nicht, wo du bist. Bin auch gar nicht da. Oder noch, Motherfucker! Im Kopf. Nice. Noch drei. Können wir noch einen mit erledigen? Und ich habe noch nicht mal einen auf den großen Dude geschickt. Ich warte, bis da Blut rauskommt. Da kommt's. Vernünftig. So. Ich frage mich wirklich, ob das so ist, wenn du den hier erledigst, dass er nicht durchspringt. Er dann nicht mehr durchspringt. Ich bin mir sehr. Ach so. Das weiß ich einfach nicht. Ein Zauberspiel. Ja, mal hier, du warst Zauberspiegel. Liegt hier nichts? War hier nichts in dem Raum, außer der. Das können wir nicht nehmen. Ah. Wenigstens ein bisschen was. Ja, aber das hilft mir. Also, ja, gegen die Zombies, aber es sind meistens so viele Zombies, dass ich damit gar nicht zurechtkomme ohne das Upgrade. Das war ja eigentlich auch hier irgendwo im Dings. Hier liegt das Upgrade mehr. War in diesem Schubfach, aber ja. Da war ja dieses Mal was anderes drin. Also hier ist weiter nichts, ne? Man kann sich halt nicht drauf verlassen, Mats. Auf nichts kannst du dich mehr verlassen heutzutage. Auf nichts! Nee, nicht mal auf den zweiten Run bei einem Resident Evil 2 Spiel von 1998. So,
So, jetzt kann ich hier rein. Das ist doch auch krass, oder? Dass das von 1998? Das ist absurd. 1998, stell es mal vor. Das ist dasselbe Jahr, wo Zelda rausgekommen ist, Ocarina of Time. Da guckst du. Und Metal Gear Solid. Und Metal Gear Solid. 98 war halt der Hammer. Wann ist Half-Life rausgekommen? 98. Das ist absurd. Wirklich, ne? Oh, ich liebe es. Das ist mein Codewort für holt mich hier raus. Ich liebe es. Das ist doch nicht euer Scheißernst. Ich bin da extra reingegangen. Das ist doch nicht euer verfickter Ernst. Der ist in der Zwischenzeit da reingegangen. Das ist wirklich wie beim letzten Mal. Aber du dachtest, du wärst safe. Ach. Hä? Es schießt drei auf einmal. Nice. Ganz ruhig. You did it. Oh, ein schöner Adlerstein! Willst du speichern, Mats? Ich will eigentlich noch in diesen anderen Raum jetzt reingucken, aber... Kommen wir doch noch gar nicht, oder? Doch. Ach nee, wir haben doch noch... Ach nee, wir haben den roten. War das war der eine? Ja, nee, du hast recht. Wir können ja gar nichts mehr machen. Ja, genau, das war der grüne hier unten, ne? Ich frage mich jetzt gerade, welche reingegangen wäre. Wären dann zwei da gewesen? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, es wäre einfach immer passiert, weil es halt hier passiert. Aber ich hätte es cool gefunden, wenn es nicht passieren würde, wenn du erst in den anderen reingegangen wärst. Wäre fair gewesen, ne? Irgendwie schon. Irgendwie schon. Das Ding ist halt, ich habe jetzt halt nur noch ein Säuregranatgedöns, sehr viel Schussmunition, die mir aber weder gegen die Licker so richtig hilft, noch gegen eine große Zombie-Schar, noch gegen den Dude. Die Zombie-Schar. Das heißt, ich bin so ein bisschen, möchte ich sagen, wehrlos. Aber schon auch nicht so richtig. Ich möchte dich an ein paar Worte von dir selbst von vor ein paar Folgen erinnern, ach, wo du meintest, das könnte ein bisschen schwerer werden. Vergangenheitsmatz ist ein Idiot. Er hatte recht. Speicherst du im Foyer? Ich dachte, ich kann hier speichern. Ich dachte, ich kann hier speichern. Ja, wir müssen uns einfach nur erst die Dings holen. Ja, stimmt. Oh. Aber das war gerade sehr gut. Vor allen Dingen in dem Moment, also der kam ja sofort. Der hat mir noch nicht mal die Zeit gelassen. Nee, ist einfach getriggert an das First Aid Spray, glaube ich. Wenn du das First Aid Spray... Ja, das dachte ich halt, ich hab's genommen, weil das habe ich mir doch jetzt verdient. Oh. So, fehlt uns noch ein halber. Ein halber blauer. Das nehme ich denn jetzt? Ich lass mal das. Aber wir können ja jetzt noch diesen einen Weg übers Rote... Über das rote Schloss. Ja, stimmt, das haben wir noch. Aber das machen wir nicht mehr heute, Tom. Ich bin alle. Na gut. Mats hat sich ausgespielt. Das waren so die letzten 10% an Energie, die ich gerade noch über hatte, hat dieser scheiß Zauberspiegelraum wieder an sich gerissen. Aber es war auch so schön im Aufbau, weil du warst ja vorher schon so, ach du Scheiße. Ja. Scheiß Spiegelraum. Ja, und also ich dachte halt... Und dann wurde es entschärft und dann war es wieder... Ja, weil ich dachte, ich hab's gecheased. Ja. Ich hab's nicht gecheased. Nope. Ich hab's einfach nur... No cheese for you. Wahrscheinlich... Entschuldigung, verdammt. Das war ein geiles Geräusch. Das ist auch Resident Evil. Resident Evil Schlick. Okay, wahrscheinlich habe ich es... Ich wollte nur sagen, wahrscheinlich habe ich es noch schlimmer gemacht, weil wenn ich den Raum nicht... Wenn ich da nicht vorher reingegangen wäre... Na, Fall fährt mal drunter. Wäre da nur einer drin gewesen von den Leckern. Und dadurch, dass ich da jetzt reingegangen bin und den Raum gesäubert habe, dachte ich, ist ja keiner mehr drin. Ja. Aber war trotzdem einer drin. Magst du mal auf die Karte schauen? Ja. Damit wir gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Weil wir haben die rote Tür rechts, die ihr seht. Ach, guck mal. Weil der grüne Schlüssel fehlt ja. Aber die rote Tür ist das, was uns jetzt fehlt. Da geht's ja dann zum Keller. Das ist das, was wir auch schon gesehen haben, wo diese Dinger aufgegangen sind. Und da sind die Zombies durchgebrochen.
Ach, du hast recht. Oh, das ist richtig scheiße. Das machen wir auf gar keinen Fall, machen wir das jetzt. Ansonsten fehlt aber nichts mehr. Und wir haben immer noch nichts gemacht beim Uhrenturm. Mit Claire zu. Naja, also wir brauchen die Kurbel. Und eine halbe Steintafel. Dann kriegen wir wahrscheinlich die Kurbel da in dem Raum, würde ich jetzt sagen. Wo ich weiß auch nicht, was da oben ist. Vielleicht ist oben das halbe Ding. Wir kriegen die Kurbel da. Ist auf jeden Fall alles furchtbar, was jetzt kommt. Ja, nach wie vor freue ich mich da sehr drauf. patreon.com/hooked.de/hooked würde uns sehr freuen. Superkreuzburg.de könnt ihr alles gerne besuchen und uns unterstützen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter hier mit Resident Evil 2 und Claire's Run. Und ich denke, in der nächsten Aufnahmesession werden wir auch übers Raccoon City Police Department hinauskommen, weil du siehst ja, es ist ja einfach alles das schon sind, wieder. Ja, sind nur noch zwei Räume, erguckt. Drei Räume genau. Vielleicht. Genau. Und halt der Keller. Ja. Dann. Kennst du eigentlich Ohrenkerzen? Ohrenkerzen? Ja? Ist das Zeug zum Säubern oder? Ja. Ja? Kennst du? Das kenne ich, ja. Ich kannte das nicht. Google mal Ohrenkerzen, wenn ihr Lust habt. Ja, warum? Tschüss. Ihr dürft alle mal ein bisschen leiden. Why?